Wolfgang Amadeus Mozart hat an diesem Sonntagvormittag wohl seine Blicke auf Gmunden gerichtet. Im Mittelpunkt der Matinee zur Passionszeit mit dem Titel Ähnlichkeiten stehen seine Werke, unter anderem die maurerische Trauermusik. Die Mozart für einen Logenkollegen geschrieben hat und ist ein fantastisches, wunderbares Stück. Und gerade da kann man natürlich diese ganze farbige Palette der Holzbläser, der historischen Holzbläser erleben und hören. Zum Besten gegeben vom wunderbaren L'Orfeo Barockorchester gemeinsam mit dem Kollegium Vocale Salzburg. Die Matinee ist ein echtes Klangerlebnis. Man fühlt sich in eine Zeit längst vergangener Tage zurückversetzt, denn gespielt wird auf Instrumenten wie anno dazumal. Ja, besonders spannend sind natürlich die Holzbläser mit den Bassetthörnern und dem Kontrafagott. Und das sind jetzt keine Instrumente aus der Zeit, aber Kopien aus der Zeit und historische Bauweise. Und das ist natürlich ein sehr farbenprächtiges und für manche auch vielleicht ein neues Hörerlebnis. Die Originale sind meistens nicht mehr wirklich zum Spielen, weil sie gerissen sind oder renovierungsbedürftig sind, und die Instrumentenbauer gehen und kopieren sie, und auf diese Kopien spielen wir. Wir versuchen, den Klang, soweit es geht, anzunähern. Die Instrumente, die wirklich eine ganz besondere Transparenz, finde ich, auch zeigen. Ja? Und wir sind es vielleicht manchmal nicht gewohnt, aber gerade hier für diesen Saal und in dieser Kombination mit dem hervorragenden Kollegium Vocale war das, glaube ich, wirklich ein packender Vormittag. Ja? Ich freue mich, dass es so schön gegangen ist. Und natürlich für Michi Geige, das ist immer sehr, sehr freundlich und sehr, einfach besonders schön, mit ihr zu arbeiten. Highlight der Matinee ist das Requiem von Mozart. Zu Lebzeiten hat er es nicht mehr geschafft, dies zu vollenden. Dafür aber einer seiner Schüler. Wir spielen die Süßmeier-Fassung. Also Franz Xaver Süßmeier war ein Schüler von Mozart, und ich finde, er hat es mit großer Demut, und wahrscheinlich hat er schon viele Ideen von Mozart mitbekommen und hat das alles in seinem Sinne vollendet. Natürlich ist Süßmeier kein Mozart, aber ich finde, es ist trotzdem eine wahnsinnig schöne Fassung geworden. Musik.